Hallo Welt, da sind wir wieder. Immer noch am Sammeln, natürlich. Rang 9 steht noch aus, den hätten wir ganz gerne. Damit die Suchgebiete dann etwas eingeschränkt werden. Ja, und ich denke mal, Dollars werden wir auch ordentlich bekommen von Madame Nazar. Wenn wir da nochmal hinkommen demnächst. Aber bald, irgendwann mal bald, werden wir auch neue Karten brauchen. Dann müssen wir sowieso Madame Nazar aufsuchen. In der Dunkelheit zu reisen ist nicht mein größtes Hobby. Ich habe den Eindruck, dass die Wölfe eher des Nachts kommen. Wir gucken nochmal. Wir schauen uns dann nochmal an, was unsere täglichen Herausforderungen sind. Eine Stunde und 52 Minuten haben wir noch. Amurhechte haben wir noch nie gefangen, so etwas. Das wird schwierig sein, das zu fangen, es sei denn, man weiß, wo es die gibt. Aber einen ganzen Spieltag lang die höchste Feindseligkeit vermeiden, ich denke, das wird kein Problem sein für uns. Gewürztes, saftiges Fischfilet kochen. Ja, da könnten wir eigentlich mal gucken. Da vorne, hier ganz in der Nähe, ist nämlich ein Lagerfeuer, das wir nutzen können. Gipfel des Mount Hagen bestiegen. Ja, wenn wir wüssten, wo der ist, dann könnten wir das vielleicht auch machen. Showdown in einer Eroberungsserie abgeschlossen. Das werden wir nicht schaffen. Spieler in Showdowns getötet. Das ist nicht unser Ding. Ja, wir müssen ja zum Glück nicht alles machen. Wir haben aber jetzt zusätzlich noch diese Rollen. Also Geld durch Handel verdient, $50. Das könnten wir vielleicht sogar hinbekommen. Familienerbstücke gefunden, 2. Das könnten wir auch schaffen. Sammlerstücke von gegnerischen Nichtspieler-Charakteren geplündert. Könnte sogar funktionieren. Gesuchte Zielpersonen mit einem verstärkten Lasso gefesselt. Das wird nicht möglich sein, da wir kein verstärktes Lasso haben. Das ist ziemlich teuer und ich glaube, wir brauchen sogar den Kopfgeldjäger-Rank sowieso dafür, um das Lasso zu bekommen. Wir gucken mal, ob wir hier das mit dem Fisch machen können. Mir war so, als hätte ich es hier klimpern gehört, aber das ist, glaube ich, unser Pferd. Wir sollten uns wirklich für das Pferd mal das Sammler-Zaumzeug zulegen dann. Ich hoffe, dass es nicht so am Klimpern ist. Aber einmal noch, ich habe es mir nicht wirklich gemerkt. Gewürztes, saftiges Fischfilet gekocht. Okay, das versuchen wir mal. Kochen. Nein, wir haben keine Fische dabei. Scheinbar haben wir die Fische alle verkauft. Und die richtig guten Sachen können wir, glaube ich, nur bei uns im Lager machen. Ja, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir haben, glaube ich, noch genug zu essen dabei für unterwegs. Also ein Spezialwundertonikum könnten wir vielleicht schon herstellen, aber auch das machen wir vielleicht lieber im Lager. Ich hätte gedacht, wir wären da schon auf Rang 4, Stufe 4. Sachen könnten wir schon herstellen. Hier sieht man nur 2. Vielleicht, weil es ein fremdes Lager ist. Fremdes Lagerfeuer. Na gut. Aufstehen, weggehen und reiten. Also nichts mit Fisch. Aber wir könnten die Angel hier einmal ins Wasser halten. Wollen wir das machen? Na, die Gegend ist nicht die beste, um zu angeln. Das dauert hier ein bisschen, aber wir können es ja einmal machen. Vielleicht können wir ja die eine Aufgabe dann doch noch machen. Schnell. Ja, es ist nach wie vor, es ruckelt einfach. Wenn ich schießen will, das funktioniert nicht richtig. Deswegen können wir auch die ganzen Aufgaben nicht machen. Da hat man es jetzt auch wieder gesehen, es lückt hier auf meinem Rechner einfach nicht. Und dann ist es sowieso noch etwas gewöhnungsbedürftig für mich, dieses Menü an sich und dieses Kampfsystem an sich. Na klar, zielen, abdrücken und treffen natürlich.
Ah, einen Köder brauchen wir. Nehmen wir einen Wurm. Würmer gehen immer. Und rein damit. Hier können wir die Angel nicht auswerfen. Ach was, da vielleicht? Hier auch nicht. Zu weit entfernt vom Wasser. Ah ja, na gut. So, hier zu angeln ist wahrscheinlich ungünstig. Da wird doch der Wobbler direkt auf uns zutreiben, denke ich. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht fangen wir einen Lachs oder so etwas. Ja, den Multiplikator bekommen wir ja schon für 7 Tage jetzt. Mal 1, glaube ich, ist das dann. Oder sogar 1,5. Ja, ich glaube mal 1. Haha. Naja gut, das war jetzt nicht so viel Gold, was wir dafür bekommen haben. Einen Spieltag lang haben wir auf jeden Fall keine Feindseligkeit aufgebaut. Hier sind ja keine Fische. Man sieht ja auch nichts. Ein Stichling vielleicht, hatte ich schon mal gesagt hier. Oh doch, 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 da ist einer. Wir könnten natürlich auch mit Pfeil und Bogen ganz gut fischen hier. Oder es war ein Stiefel. Kann man hier eigentlich auch Gold suchen? Ich dachte so, vielleicht. Das ist doch ein schöner Ort, um Gold zu waschen hier. Ja komm, wir müssen schon dahin werfen, wo auch Fische sind. Ich dachte, mir war so, als hätte ich da was gesehen. Ja, ist die Strömung zu stark hier wahrscheinlich. Aber es gibt doch so Fische, die sich wohlfühlen in der starken Strömung. Na, haben wir ihn noch? Ist er dran? Und ich glaube, wir haben einen Barsch, oder was ist das? Es ist der blaue Sonnenbarsch. Den behalten wir natürlich. So, das sollte aber auch schon reichen. So, um einmal auszuprobieren. Aber wir sollen einen exotischen Fisch, oder? Den sollen wir grillen, glaube ich. Tut mir leid, aber Schwarzhörnchen bringen auch ein bisschen was. Vielleicht auf dem Schwarzhörnchenmarkt. Ja, vielleicht sind die Ratten hier auch wieder da. Oh, noch ein Schwarzhörnchen. Ja, es ruckelt, Mann. Immer wenn ich nicht treffe, sage ich, es ruckelt. Und sonst? Sonst geht's. Aber das ist schon weit weg. Bevor wir jetzt was Falsches mit dem Fisch machen, gucken wir nochmal vorsichtshalber. Gewürztes, saftiges Fischfilet gekocht. Okay. Kochen. Gewürztes, saftiges Fischfilet. Haben wir hier gar nicht. Können wir das nur im Lager machen? Ach, das glaube ich ja nicht. Vorräte, Wildfleisch, Kleinwildfleisch. Das ist das alles nicht. Kein Fisch dabei? Können wir wahrscheinlich noch gar nicht Fisch zubereiten. Hm.
Na, dann machen wir sowas mal. Vielleicht ist das ja zufällig der Fisch hier, oder? Kleinwildfleisch. Mit Oregano machen wir das. Haben wir genug Oregano? So viel haben wir nicht. Vielleicht zählt ja der Fisch zu Kleinwild. Lagern natürlich. Nein, das war es nicht. Zurück. Oder wir können es wirklich nur im Lager machen. Wildfleisch. Natürlich mit Oregano. Machen wir auch einmal. Aber das wird kaum der Fisch sein, das glaube ich nicht. So, auch das lagern wir schön. Und das war's. Ich denke mal, das mit dem Fisch hat nicht funktioniert. Wir haben zwar den Fisch jetzt dabei, aber zubereiten können wir ihn also nicht hier. Keine Ratten da. Scheinbar nicht, nein. Sowas hier wäre doch ganz gut für unser Lager. Da könnten wir immer schön unser Fleisch aufhängen und trocknen und dann hätten wir schön getrocknetes Fleisch. Und die Gitarre natürlich, hätte ich auch sehr gerne. Gar nicht mehr ausgewählt. Wir hatten doch hier schon unser Ziel festgelegt. Dann machen wir das eben nochmal. Unser letztes Ziel auf dieser Karte wäre also Funhorn. Und wir lassen Lassie reiten. Derzeit können wir uns ja mal angucken, was wir noch brauchen an Punkten. Wir wollten doch sowieso noch mal was angucken. Vorteile, Fortschritt, Fähigkeiten. Nein, immer noch nicht. Stufe 40, da können wir dann die vierte Karte auswählen. Aha. Bei den Rollen. Ach so, wir wollten uns die Club Ränge mal angucken, was wir da noch machen können. Okay, 750 haben wir erst. Das ging beim letzten Mal irgendwie flotter, hatte ich so den Eindruck. Aber man muss schon sehr viele Erfahrungspunkte jetzt bekommen fürs Sammeln. Da braucht man schon alle Karten. Da muss man schon alle Karten wahrscheinlich abreiten und die Sachen suchen, um einen Aufstieg zu erhalten. Aber egal. Das ist wenigstens eine Sache, die wir gut machen können. Die Clubbelohnungen, ganz genau. Da wollte ich mal reinschauen. Ja, hier unten. Ja, darauf haben wir es ja dann letztendlich abgesehen. Sobald wir 40 Goldbarren für den Outlaw Pass haben, werden wir das natürlich dann machen, aber so wichtig ist das ja eigentlich dann auch nicht. Habe ich ja schon gesagt. Ich dachte am Anfang, das wäre ein DLC, aber das ist es eben nicht. Da ist das mit der Schwarzbrennerei wohl eher so etwas wie ein DLC und die bleibt ja erhalten. Das kann man ja hoffentlich auch noch in einem halben Jahr sich holen. Eine Schatzkarte. Ufer des San Luis. Eine Landkarte, die zu einem Schatz führt. Ja, auch das würde ich sehr gerne machen. Wir haben Schatzkarten, verschiedene sogar. Und wie gesagt, das würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren. Allerdings, solange Madame Nazar jetzt da ist, machen wir das lieber. Was ist das? Ach so, ein
eine Abbildung. Flagge mit einer Abbildung von Lily Cola für dein Lager. Das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn man das hätte. Ja? Wird mit dem zweiten Outlaw-Pass freigeschaltet. Ja, ich frage mich, ob das dann auch was kostet. Normal, ja. Also alles, was man hier bekommt. Alles, was man hier so bekommt, das kostet ja auch dann nochmal Dollars. Also man schaltet das erst frei, dann kann man das nochmal kaufen für Dollars. Außer hier diese Rabattdinger. Kopfgeld bereinigen. Ich hoffe, dass diese ganzen Rabattkarten dann nicht auch zeitbegrenzt sind, dass man die dann also auch aufsparen kann. Maische nachfüllen und hier 5 Goldbarren. Eine Belohnung von 5 Goldbarren. Oh, wie schön. Sowas würde ich dann schon ganz gerne sammeln. Altmodischer Tanz, okay. Fähigkeitskarte. Erhalte eine beliebige freigeschaltete Fähigkeitskarte. Aha. Erhalte eine Vorratsbestellung bei Crips. Mhm. Und das sind Handschuhe? Ergeben. Gestehe dir die Niederlage ein. Ja, sowas brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Habe ich schon oft nachgefragt und tatsächlich gibt es das wohl. Hier noch eine Schatzkarte. Also der Outlaw-Pass, der wird uns dann wahrscheinlich schon Spaß machen. Und ich sagte es, ich sage es nochmal, ich sagte es schon, die 40 Goldbarren, die wir reinstecken, die kriegen wir bis Level 100 dann auch wieder. Und da können wir die Schnellreise einmal kostenfrei benutzen. Theaterhintergrund. Werde theatralisch im Fotostudio. Das ist doch schön. Die Hirschmaske. Wir haben schon jemanden gesehen mit dieser Hirschmaske. Ich fand das ein bisschen gruselig, aber trotzdem, naja, ist mal was anderes. Vorratspakete haben wir freigeschaltet. Ehrenanpassung haben wir freigeschaltet. Hier sind die Haken dran, also die Sachen haben wir automatisch bekommen. Und dann werden wir das da oben auch bekommen. Was kommt noch auf uns zu? Munitionspaket. Wir gucken uns nicht alles an, nur so ein bisschen. Bis Rang 50 meinetwegen. 50 Red Dead Online Dollar. Mhm. Und hier ein Munitionspaket nochmal. Ich frage mich, warum diese ganzen Sachen hier frei sind. Da könnte ja auch noch irgendwie was Schönes sein. Ah, Munitionspaket. Sehe ich da richtig? Wir können sogar Speere herstellen. Ja, wie es aussieht, ja. So, auf Rang 44 ist gar nichts hier oben. Bis Rang 45, hier haben wir nochmal was. Ausgewählte Westen, erhalte einen Red Dead Online Dollar Rabatt von 50% auf ausgewählte Westen, die vor Rang 15 freigeschaltet werden. Aha. Die Pitman Bluse. Greenhorn, ein beherzter Gehstil. Aha. Oh, finde ich doch gut. Jetzt sind wir doch schon weitergegangen. Dann können wir eigentlich auch alles uns angucken. Old Blood Eyes, eine Flagge mit einer Abbildung von Old Blood Eyes für dein Lager. Und das Ganze geht, glaube ich, bis 100. Und da ist aber hier schon gar nichts mehr drin. Vielleicht muss man erstmal so weit sein, bis man da was sieht. Neuer Zwirn, stelle dein Outfit zur Show. Und da geht's wieder von vorne los. Also bis Level 100 geht dieser Outlaw-Pass. Na schön. So viel dazu. Wie sieht es bei unseren Rangfreischaltungen aus? Wir sind auf Rang 24 scheinbar. Ein paar Pferde bekommen wir. Davor bekommen wir, Moment, danach ist auch nichts Interessantes für meinen Geschmack. Oder was ist das hier? Stadthandschuhe. Aha, nein. Das hier könnte was sein. Broschüre für Spezialpferdearznei. Ja, da wollten wir unbedingt die Kleintierpfeile haben und jetzt können wir uns das gar nicht leisten. Die sind irgendwie, die kosten irgendwie 200 Dollar oder so. Broschüre für Splittermunition könnte noch interessant werden hier auf Rang 28 und wir sind auf Rang, fast auf Rang 25. Eine schöne Satteldecke. Was haben wir hier? Ja genau, die Broschüre für Kleinwildpfeile wollten wir ja unbedingt haben. Naja, egal. Broschüre für Spezialschlangenöl, na gut.
abgesägte Flinte kann beim Büchsenmacher im Taschenkatalog und auf wheelerrosen.com gekauft werden. Steht jetzt kein Preis dabei. Broschüre für Pferdesalbe, ich glaube, die haben wir sogar mal irgendwo gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was ansonsten finde ich das jetzt alles nicht so für uns so interessant. Wie gesagt, die ganzen Kleidungsstücke sind natürlich schön, wenn man sie freigespielt hat, aber die Dollars muss man erstmal kriegen. Ich habe in den Kommentaren, das heißt im Livestream, im Chat gelesen, dass man Dollars ganz gut bekommt, wenn man eben die Aufgaben macht. Allerdings fällt das für uns weg, da unser Rechner irgendwie nicht damit klarkommt. Hat man ja gerade gesehen, als wir das Schwarzhörnchen, oder was war das? Ja, Schwarzhörnchen, glaube ich. Als wir das schießen wollten letztens, da hat man ja gesehen, es ruckelt einfach in dem Moment. Wenn man abdrückt, dann das läuft nicht rund und da ist das fast unmöglich, irgendwelche Aufgaben zu machen. Wir werden in der nächsten Folge weiterreiten. Das ist ja noch ein Stück über die Hälfte haben wir geschafft. In der nächsten Folge werden wir also ankommen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.